Oh, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Kannst du deinen Vater dann ausrichten, Lena? Und dann sitzt du an deinem PC? Oder guckt ihr jetzt alles erst gemeinsam? Jo, bitte sehr. Kannst fressen gehen. Guck mal, wir können ja mal wieder ans Tagebuch mal wieder was reinschreiben, ne? Dort auf der Kiste. Ja, ich weiß, dass da ein Tagebuch liegt. Da steht sogar schon was drin. Und zwar, warte. Tag 1. Heute habe ich endlich mal. Ja. So, heute machen wir unseren Livestream. Es will Pommes und es gibt leider keine. Ich finde das so schön. Achso, ja, das war unser zweiter Livestream. Doch, da habe ich sogar auch noch was geschrieben. Hey. Der Livestream geht so langsam zu Ende. Oh, also jetzt noch nicht, ja. Heute stürzt der Livestream immer wieder ab. Oh, cool, das habe ich sogar auch mal reingeschrieben. Oh, guck mal. Alter 2,8 Jahre, Gewicht 490,3 Kilogramm. Oh, das muss ein bisschen zunehmen. Nein, muss das eigentlich nicht. Betreuung 5. Springen, ja, geht ja eh noch nicht. Ausdauer hat es 4. Geschwindigkeit auch 4. Vertrauensentwicklung 4. Besondere Vorkommnisse keine. 190 Credits. Juhu. Oh, danke sehr. Ich freue mich immer, wenn ich wenigstens lustig rüberkomme. Hä? Hey, warum zeigt die eine dann an? Hat sie irgendwie sowas Schlimmes denn gemacht? Achso, du sitzt an deinem Handy, achso. Achso, ja, okay. Wir machen ja wahrscheinlich eh dann noch ein bisschen länger. Wie dreckig ist denn unser Fohlen? Überhaupt nicht. Das ist doch... Oh, ist das gut. Das ist doch hier Übungstun... Moment mal, das ist jetzt... Wirklich? Wir müssen springen. Ich habe keinen Sattel. Ich muss mir einen Sattel kaufen. Hallo? Ich brauche das. Wir machen trotzdem unser Pferdchen dafür schön. Wir müssen uns einen Sattel kaufen, Leute. Warum mache ich dich jetzt eigentlich jetzt schon schön? Wir müssen doch eh gleich nochmal hier... Warum können wir denn unser Fohlen schon reiten? Oh, tatsächlich, du hast ja schon eine Mähne. Oh, unser Fohlen ist schon so groß. Oh, ein Golden Red Silver. Oh, wie süß. Oh, ich mag Golden Red Silver. So schön wie du ist kein anderes Pferd. Ich mag sogar Labrador. Wollen wir noch was anderes ausprobieren? Nee, wir wollen jetzt nichts anderes ausprobieren. Wir müssen jetzt erstmal schnell hier shoppen. Kangal-Mix, das habe ich noch nie gehört. Sattel war da drüben, ne? Laura, wie meinst du mit der Frage? Ja, vor allen Dingen... Was? Unser Fohlen ist doch kein Lehrling. Das ist doch schon ein älter oder nicht? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Das ist schön. Ich kann mir keinen Sattel kaufen, Leute. Hatten wir schon einen Sattel? Das ist ja wirklich ein Mischling. Weiß jemand, hatten wir denn schon einen Sattel gekauft? Wir sehen uns. Ja.
Ich bin gerade verwirrt. Ich mag auch Hunde und Pferde und Katzen und Ratten. Und Kaninchen und Meerschweinchen und Kanarienvögel. Eigentlich mag ich alle Tiere. Ich kann mich da nicht einfach so entscheiden. Oh ja, wir haben tatsächlich schon ein... Was? Ich zieh mich mal schnell um. Warum hat mir denn das keiner gesagt, dass wir hier schon alles haben? Dann komm mal her. Zack und zack. Und dann Turnierbrücke. Wie funktionierte das nochmal? Jetzt erstmal etwas Bewegung. Nee, Spinne mag ich nicht. Stimmt, hast recht. Spinnen mag ich nicht. Also so Käfer oder nee. So, das kommt mir auch nicht ins Haus. Warum? Nein, stimmt. Oh nein, ich habe mein Pferd verletzt. Dein Pferd hat eine Zerrung. Oh nein. Ja, ich habe auch zwei Katzen, ein Pferd, zwei Ratten und das war's dann halt eben. Heute sind besonders viele. Also so viele wie du habe ich denn doch nicht. Mein Pferd hat wegen mir eine Zerrung, Leute. Das macht mich immer noch wahnsinnig. Nur weil ich jetzt aussehe so schnell. Also man darf, ne, also immer schön Schritt reiten und ein bisschen warten, bis man dann traben oder galoppieren darf. Ich muss hier aber trotzdem jetzt mal gucken, wie ging denn das? Es startet jetzt das Pferd mit der Nummer 2. Wie konnte man hier noch? Oh. So schon mal nicht? Ich reiße alle Stangen, das ist ja traumhaft. Oh. Hey! Das war jetzt aber auch sehr verwirrend. Oh. Der ist ein Traber. Platz 7 belegt. Zahnpflegetrassage. Naja. Das war ja auch wirklich total fies. Ich wusste doch noch nicht mal, dass wir überhaupt reiten jetzt. Manno. Oh Mann, nee. Das Spiel hätte mich auch mal vorfahren können. Oh, Autotyp. Jetzt hast du dir eine Belohnung verdient. Ja, eine Belohnung, ey. Naja, okay, hast du auch wirklich. Du kannst ja nichts dafür, wenn deine Besitzerin so doof ist. ich muss einmal hier gucken, was kann man denn gegen. Wartet mal. Nee, das war. Hier. Pferdeinfo, Lexikon. Wo ist denn das? Muskelzerrung. Eine Überdehnung der Muskeln kann eine Zerrung zur Folge haben. Dies kann passieren, wenn das Pferd vor schnellem Ritt nicht warm gelaufen wird. Mögliche Auslöser: Überbelastung beim Reiten. Heilmethoden: Sofort nach der Zerrung Kühlgel auftragen, Bandagen am Bein anlegen. Okay. Habe ich denn sowas hier? Ich habe doch eigentlich schon alles halbwegs auch eingekauft, ne? Kühlgel habe ich da. Rote Bandage. Achso, zu wieder, bitte. Danke.
Ja, ich hoffe doch mal, dass ich das echt wieder lerne. Es geht sicher bald, geht's dir bald wieder besser.